mit dem zwei Komponenten Krakelierlack. Dann zeige ich Ihnen das Krakeliermedium. Das haben wir bei uns im Shop einmal in klein von Pentart 100 ml und einmal von DecoArt, das heißt also die amerikanische Firma. Ebenfalls ist allerdings das gleiche. Hier ist es allerdings in 230 ml. Dann zeige ich Ihnen die Krakelierpaste und das zugehörige Grundmedium dafür. Und natürlich die ganzen Antikpasten, das heißt, das sind die Pasten, die Sie dann in die Risse hineinreiben können. Und zwar führen wir bei uns im Shop diese Pasten in Braun, bzw. Umbra genannt, in Weiß, in Gold und in Silber. Zusätzlich gibt es dann auch noch die flüssige Patina, das ist diese hier. Viele Kunden sagen, die riechen so schrecklich, also die riecht ganz schrecklich, das so auf, weil das ist richtig Patina aus Bitumen gemacht. Die ist ganz flüssig, wunderbar geeignet, um wirklich einen ganz tollen Alterungseffekt zu erhalten. Wir beginnen jetzt einmal mit der Krakelierpaste. Krakelierpaste ist nicht wie der Lack transparent, sondern es gibt die Krakelierpaste in verschiedenen Farben. Es gibt sie in Weiß und es gibt sie auch in Silber. Es gibt sie ebenfalls in Schwarz. Da ich zu 99% diese Dinge aber anmale oder mit Sprühfarbe ansprühe, benutze ich zu 90% die weiße Krakelierpaste. Ich habe jetzt hier einen normalen Untergrund. Dadurch, dass sie weiß ist, ist sie ja auch deckend. Das heißt, ich kann jetzt nicht die Krakelierpaste auf einen Bildhauf bringen, sondern ich muss sie einfach da benutzen, wo ich sie entweder anmalen oder ansprühen möchte, aber verschieden große Risse haben möchte. Jetzt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wir nehmen mal diese beiden Holzbretter. Die sind beide leicht gelblich angemalt, damit man auch den Unterschied sieht. Jetzt gibt es einmal die Möglichkeit, dass man sie komplett als Hintergrund benutzt. Dann sollte man unbedingt auch die Grundierung dafür benutzen. Das heißt, die Grundierung ist ein relativ dickflüssiges Medium, weißes Medium. Und jetzt streichen Sie mit dieser Grundierung einmal Ihren Untergrund an. Einfach so und auch bitte nicht verdünnen, es kann so dick bleiben, wie es ist. Einfach so anstreichen. Hier werden wir jetzt gleich die Krakelierpaste ganz dick aufbringen, damit wir große, breite Risse haben. Das heißt, durch diese großen, breiten Risse sehen Sie dann auch den Untergrund, also diesen leicht gelbfarbenen Untergrund. Auf das andere Brett, was ebenfalls leicht gelbfarben ist, die Farbe spielt gar keine Rolle, werden wir jetzt keine Grundierung geben, sondern arbeiten mit der Krakelierpaste über eine Schablone. Das heißt, jetzt wird diese Krakelierpaste relativ dünn aufgetragen und wird ein Motiv damit aufgetragen. Da brauchen wir keine Grundierung, sie wird aber trotzdem reißen. Sie reißt aber halt ganz dünn und fein. Jetzt nehmen wir einen Spachtel, ein bisschen was von der Krakelierpaste und gehen halt so über unsere Schablone drüber und werden jetzt dieses tolle Motiv auf diesen Untergrund gleich sehen. Einmal komplett. Das sind dann immer unheimlich schöne Hintergründe, die man hinterher auch anmalen kann, die man ansprühen kann. Dann kommen die Risse meistens viel stärker raus, weil sich die andere Farbe dann in diesen Rissen verteilt und dadurch sieht man sie ganz stark. Die Schablone bitte sofort in warm Wasser legen und auswaschen, damit die Krakelierpaste dort nicht festtrocknet. Jetzt nehme ich sie herunter und zeige Ihnen jetzt erstmal gerade das Motiv. So. Und jetzt sehen Sie ja eigentlich noch gar nichts. Also Sie sehen jetzt wirklich nicht einen Krakeliereffekt oder sonst etwas. Die Pasten können Sie aber mit dem Föhn erwärmen bzw. antrocknen.
Ich werde jetzt mal hier das Überschüssige noch wegnehmen, hier und hier. Und dann werde ich das jetzt anföhnen und dann werden Sie sehen, wie jetzt gleich Risse entstehen. So, ich fünde das Ganze jetzt und gleich sieht man ganz toll, dass da ganz, ganz kleine, wunderbare Risse entstehen. Und das geht schon relativ schnell. Ja, jetzt kann man es, glaube ich, auch schon sehen. Sobald diese Paste komplett getrocknet ist, haben Sie überall, jetzt kann man es sehr, sehr schön sehen, haben Sie überall ganz kleine, tolle Risse. Ich trockne sie jetzt noch zu Ende und dann werde ich eine Farbe da drauf sprühen. Und dann werden Sie das sehen, wie schön das wirkt. Also eine ganz einfache Art, einen tollen Hintergrund zu gestalten. Da wir jetzt nicht vollflächig gearbeitet haben, platzt diese Paste auch nicht ab. Daher können Sie hier auch ohne Grundierung arbeiten. Die Grundierung hatte lediglich die Aufgabe, dass die Krakelierpaste von ihrem Untergrund nicht abplatzt. Je nachdem, was für einen Alterungseffekt man haben möchte, ist das auch manchmal gewünscht, dass sie herunterplatzt und dementsprechend sieht das noch besser aus. So, jetzt haben wir ganz toll das hier krakeliert und jetzt werde ich da mal etwas drauf sprühen. Dann nehmen wir die grüne. Ja. Sprühen einmal hier so drüber und werden das Ganze jetzt noch einmal abtupfen. Und dann können Sie ganz toll sehen, wie diese Farbe unheimlich schön in diese Risse hineingegangen ist und was für einen tollen Krakeliereffekt man dadurch erhält. Das ist jetzt die Krakelierpaste ohne Grundierung. Ich werde sie jetzt noch einmal zeigen. Also es handelt sich jetzt um diese Paste von PentArt ohne Grundierung. Hier auf dem, was wir jetzt hier zeigen, ist die Grundierung drauf. Die ist noch leicht hell. Die können wir jetzt aber ebenfalls trocknen. Auch die dürfen Sie mit dem Föhn beschleunigen. Auch das ist möglich. Hier passiert also auch nichts. Sie muss auch nicht komplett trocken sein. Besser ist, wenn sie einfach nur fingertrocken ist. Jetzt nochmal zur Erinnerung, da war jetzt zuerst diese Grundierung, also Grundierung für Krakeliertechniken. Diese Grundierung war da drauf und jetzt nehmen wir die Krakelierpaste wieder und werden die ebenfalls mit dem Spachtel, aber diesmal ziemlich dick auftragen, weil wir möchten jetzt dicke Risse haben, richtig so auf alt. Man sieht jetzt, das sind schon ein paar Millimeter, die ich jetzt hier auftrage, auch nicht ordentlich, sondern einfach schön dick auf die Unterlage. Jetzt sieht es so aus, überall, wo Sie dünn auftragen, bekommen Sie ganz kleine, feine Risse. Überall, wo Sie dick auftragen, bekommen Sie ganz große Risse. Jetzt noch einmal richtig schön verteilen. Und auch diese Paste kann man mit dem Föhn beschleunigen. Also da passiert nichts. Nicht, dass manchmal verbrennen ja die Pasten, aber hier passiert nichts. Das können Sie wunderbar mit dem Föhn beschleunigen. Jetzt ist eine schöne dicke Schicht drauf und jetzt fange ich ebenfalls an, dass ich sie trockne. Sie können sie aber auch an der Luft trocknen, das ist egal, das dauert halt einfach nur ein bisschen länger. Aber durch das Trocknen werden Sie jetzt gleich sehen, auch hier entstehen sofort ganz tolle große Risse.
So, da fängt es schon an, da hat man schon den ersten großen Riss. Und jetzt kann man sehen, wie das langsam aber sicher immer mehr solche großen Risse, richtig tiefe große Risse entstehen. Und je dicker der Auftrag ist, umso größer werden die Risse. Das bedeutet, wenn man natürlich da unten drunter zum Beispiel eine alte Buchseite hat oder, was ich sehr schön finde, auch einfach Schriften gestempelt hat, kommen dann diese Motive von unten natürlich durch diese großen Risse hindurch. Was auch unheimlich schön ist, ist, wenn man zum Beispiel Blattgold oder zum Beispiel irgendwelche Metallicfarben unten drunter setzt, dann leuchten die Risse halt in Gold oder in Silber oder je nachdem, was man jetzt benutzt hat. Jetzt sieht man, dass es richtig kräftige, ganz große Risse zu sehen sind. Ich mache hier oben jetzt noch fertig. Und hier, das kann man jetzt anmalen, wenn man möchte. Wenn man das zum Beispiel mit unseren Lasuren ansprüht. Es gibt ja das Lasur von PentArt in Walnuss. Dann geht das richtig tief in diese Risse hinein, macht das richtig dunkelbraun und oben haben Sie die andere Farbe. Aber auch hier gilt, Sie können das komplett anmalen, die Risse bleiben und es sieht immer extrem dekorativ aus. So, jetzt kann man das nochmal zeigen. Ich tue es jetzt mal seitlich, dass man sieht. Das ist also wirklich da feine Risse, hier unten, wo etwas dünner, ganz kräftige, ganz große Risse, jetzt, wo es richtig dick war. Es ist noch nicht ganz trocken, aber lassen Sie es dann komplett durchtrocknen und dann können Sie das anmalen, so wie Sie möchten. Und Sie können auch nur besprühen mit sämtlichen Sprühfarben. Immer geht die Farbe automatisch in diese Vertiefungen hinein. Und die Oberfläche der Krakelierpaste ist sehr weich, also sehr schön. Dementsprechend haben Sie, je nachdem was für Farben Sie benutzen, immer einen tollen seidenmatten Glanz auf. Jetzt möchte ich Ihnen das Krakelier-Medium vorstellen. Das gibt es einmal von DecoArt und einmal von der Firma PentArt. Beide Produkte sind aber identisch. Das eine ist etwas kleiner abgefüllt und das andere etwas größer. Hier sieht es aus, dass Sie die Farbe, die oben drauf gestrichen wird, mit diesem Medium zum Reißen bekommen. Jetzt, das heißt, Sie haben jetzt hier, das ist halt wieder dieses Gelb angestrichen. Jetzt ist es egal, welche Farbe Sie hier unten drunter tun können. Sie können jetzt auch Blattgold hier unten drunter tun oder Gold anstreichen, Schwarz-Gelb, egal welche Farbe. Jetzt die Farbe, ich streiche jetzt hier das Patina-Grün drauf. Und das Patina-Grün, das soll jetzt reißen, sodass man diese hellen Risse danach sieht. Dafür benutze ich jetzt das Krakeliermedium und werde das Krakeliermedium mit einer Schicht. Und jetzt ist es auch ganz wichtig, dass Sie diese Schicht nicht in eine Seite, also nicht einseitig streichen. Also nicht nur so, weil sonst bekommen Sie nur solche Striche oder solche Risse, sondern dass Sie jetzt richtig auch so ein bisschen kreuz und quer damit gehen. Also hier drauf streichen auf Ihre Unterlage und das Ganze einfach ein bisschen kreuz und quer. Und auch ruhig gut dick, also nicht zu dünn das Ganze machen. Jetzt haben wir wirklich in alle Richtungen einmal gestrichen und jetzt trocknen wir das an. Auch hier gilt das Gleiche, was bei der Grundierung gegolten hat. Das Ganze sollte fingertrocken sein. Also nicht komplett durchgetrocknet, sondern fingertrocken. Das heißt, wir föhnen das jetzt wieder an. Und auch hier können Sie problemlos mit dem Föhn das Ganze beschleunigen. Wir föhnen das Ganze an und warten dann, bis es fingertrocken ist. Und dann geben wir die Farbe obendrauf. Als Farbe für obendrauf können Sie jede Acrylfarbe benutzen. Das heißt, alle unsere Chalky-Farben oder unsere normalen Acrylfarben funktionieren einwandfrei. Null. So, jetzt ist es fingertrocken, man sieht es, es ist ein bisschen matter geworden, es glänzt nicht mehr so dolle.
Und jetzt nehmen Sie einfach Ihre Acrylfarbe und streichen die dick oben drauf. Wichtig ist, dass Sie nicht hin und her streichen, sondern dass Sie einfach dick hier oben die Farbe auftragen. Man sieht schon fast, dass sie bereits beim Streichen anfängt zu reißen. Oh ja. So. Wenn man jetzt hier genau hinguckt, sieht man schon, wie sie reißt, obwohl sie noch gar nicht getrocknet ist. Hier kommt sie überall schon zum Reißen. Man kann es sehr gut sogar sehen. Und jetzt werde ich das Ganze noch beschleunigen, indem ich wieder mit dem Föhn darüber gehe. Und dann sehen Sie, dass die Farbe genauso toll reißt wie eben die Krakelierpaste. Nur ist es natürlich Farbe, das bedeutet, sie ist wesentlich dünner, gibt aber auch einen ganz tollen Alterungseffekt, wenn man so wunderbare Hintergründe oder Boxen oder Kisten gestalten möchte. Auch hier immer ganz wichtig, komplett durchtrocknen. Wir beschleunigen das hier jetzt ein bisschen mit dem Föhn, aber sie ist bei weitem noch nicht durchgetrocknet. Das heißt, da kommen noch viel, viel mehr Risse, bis sie komplett getrocknet ist. Das ist jetzt hier nur als Beispiel zu sehen, wie es geht. Also da kommen noch jede Menge kleine Risse dazwischen, überall, wo es nass ist. Und dann haben sie ganz, ganz tolle Hintergründe. Null. Als nächstes möchte ich Ihnen den Zwei-Komponenten-Krakelier-Lack vorstellen. Das heißt, wenn ich ein Objekt habe, wie hier dieses Bild, und möchte das Bild halt, dass das sichtbar bleibt, brauche ich ja einen transparenten Lack. Das heißt, ich kann weder mit dem Krakeliermedium noch mit der Krakelierpaste arbeiten, denn die würde das ja komplett abdecken. Dafür benötige ich dann den klassischen Krakelierlack. Damit das ist also Nummer 1 und Nummer 2, damit die erste Schicht nicht zu sehr einsaugt, es kommt ja immer darauf an, was Sie unten drunter haben. Hier haben wir Reispapier. Reispapier ist sehr offenporig und saugt ganz stark. Damit wir schöne Risse bekommen und nicht die erste Schicht von dem Krakelier-Lack eingesaugt wird, gebe ich grundsätzlich eine Schicht Lack zuerst oben drauf. Da ist egal, was Sie benutzen, ob Sie jetzt Pouring Glaze nehmen oder ob Sie den Kleber einfach noch einmal drüber streichen, nur damit das Ganze hier ein bisschen geschützt ist. Ich nehme jetzt Pouring Glaze, weil das trocknet ziemlich schnell. Mach einfach eine dünne Schicht Pouring Glaze oben drauf und föhne das auch direkt an, damit das schön getrocknet ist. Einfach damit die erste Schicht Krakelierlack nicht eingesaugt wird. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Decoupagepapier benutzen, dann benötigen Sie das nicht, weil Decoupagepapier ist schon nicht so, also ist nicht so offenporig wie jetzt das Reispapier. Da können Sie direkt mit der ersten Schicht drüber gehen. Das Gleiche gilt natürlich auch, wenn Sie über einfach nur Farbe arbeiten. Ich trockne das noch rasch hier, damit das versiegelt ist von oben. Hier ist jetzt getrocknet, ist eine gute Oberfläche, hier ist das normale Blatt. Jetzt für beide benutzen wir jetzt die Komponente 1 des Krakelierlackes. Hier. Auch die ist ziemlich dickflüssig und weiß. Und ich gehe jetzt einmal, bitte unverdünnt, einmal unverdünnt über das über die angestrichene Oberfläche. Das ist jetzt vollkommen egal, ob das jetzt ein Stück Pappe, Plastik, Glas, Keramik, egal was es ist. Auch hier haben wir jetzt, hier ist es auch egal, wie Sie streichen.
eine schöne homogene Schicht von dem ersten Komponente und jetzt machen wir das gleiche auf das mit Deko, mit Reispapier überzogene Oberfläche. Auch hier, jetzt sieht man viel besser noch, dass das also richtig weißliches Medium ist. Einmal komplett überall drüber, komplett deckend und auch schön dick. Man sieht es jetzt, ist richtig schön, eine schöne dicke Schicht. Aber bitte nicht zweimal streichen, sondern einmal eine schöne homogene Schicht. Bei dem Krakelierlack muss man sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man das mit dem Föhn beschleunigt. Am besten ist es mit einem Haarföhn zu beschleunigen und nicht mit einem Heißluftföhn, weil die Gefahr, dass man hier etwas verbrennt, ist sehr hoch. Jetzt ist es gut angetrocknet. Man sieht, es ist noch nicht ganz trocken. Hier sind noch ein paar weiße Flecken zu sehen, hier und hier. Aber es reicht, es ist fingertrocken und genau das gleiche hier kann man die weißen Flecken nicht so gut sehen, aber auch hier ist es gut fingertrocken, es klebt noch ganz leicht, aber man sieht jetzt also keinen Fingerabdruck mehr. Jetzt nehmen Sie die zweite Komponente, die ist jetzt leicht transparent und wesentlich flüssiger wie die erste Komponente und auch hier nicht, also nicht geizig sein, richtig schön flüssig und relativ zügig überstreichen. Was Sie jetzt noch machen können, ist, nehmen Sie einfach zwei Finger und gehen mit den Fingern hier rein. Sie werden merken, dass es relativ schnell geht, dass sich dieser Lack nicht mehr leicht verreiben lässt, dass er anfängt zu kleben, dann hören Sie sofort auf. Jetzt haben wir das ein bisschen verrieben. Der Effekt, den wir hier haben, ist, dass jetzt sieht man es sehr gut, dass es dann so ein bisschen aussieht wie ein Ölgemälde hinterher, weil sie dann wirklich ganz, ganz wilde Risse bekommen und nicht nur Risse in eine Richtung. Genau das gleiche machen wir jetzt hier drauf. Auch hier gehen wir relativ zügig mit unserem Lack oben über diese komplette Fläche und auch nicht wenig, sondern ruhig üppig einstreichen das Ganze. Und auch hier einfach mit zwei Fingern drüber gehen und das ein bisschen, wie ein bisschen schon einmassieren ist das. So, das war's. Man sieht jetzt, dass das Ganze, ich hebe es jetzt mal hoch, plötzlich wieder ein bisschen matter wird. Und zwar dieses Matte, hier kann man das sehr gut erkennen, dieses Matte ist der Grund, dass jetzt beide Lacke miteinander reagieren. Und durch dieses Reagieren beginnen jetzt die Risse, die ersten Risse. Hier sieht man die Risse so gut wie gar nicht. Gleich wird man sie ein bisschen besser sehen, weil beides natürlich transparent ist. Das heißt, wir haben einen transparenten Lack auf einem transparenten Unterlack und dementsprechend haben wir natürlich auch transparente Risse. Legen Sie das jetzt so zur Seite und lassen es ganz normal trocknen. Sie können es auch mit dem Föhn beschleunigen, ist aber nicht so gut. Wesentlich besser ist es, dass Sie es normal trocknen lassen, vielleicht in der Nähe der Heizung oder irgendwo, wo es ein bisschen warm ist, dann geht es relativ zügig. Jetzt ist es getrocknet, noch nicht komplett, aber man kann das sehr schön sehen, dass man wirklich hier komplett über das Ganze, wirklich über diese ganze wunderschöne Fläche ganz tolle, gleichmäßige Risse hat. Wirklich wie ein altes Ölgemälde. Aber wie gesagt, das ist jetzt so, wie das Licht scheint. Wenn man es jetzt ganz, ganz so hinstellt, sieht man es gar nicht. Aber wir wollen es ja immer sichtbar haben. Und damit wir das immer sichtbar haben, gibt es die sogenannten Antikpasten. Und da gibt es verschiedene Farben. Da gibt es zum Beispiel Umbra. Das ist ein Braun. Das werden wir jetzt der Reihe nach, fangen wir jetzt mal auf diesem Brett an, hier auf dieser Seite auftragen. Am einfachsten ist, die Antikpaste aufzutragen mit einem weichen Tuch. Sie können sie aber auch mit einem Pinsel auftragen. Das ist jetzt ein richtig dunkles Braun
Und ich reibe jetzt mit diesem dunklen Braun über ein Drittel meines Brettes, was ich ebenfalls mit dieser zwei Komponenten Kapillierlack angemalt habe. Das heißt, hier sehen Sie jetzt die Risse, ist aber richtig dick und verschmiert. Und jetzt gehen Sie nicht mit dem gleichen Tuch darüber, weil Sie sonst das Ganze wieder rausreiben, sondern nehmen Sie ein Küchentuch, weil das hat von der Oberfläche ist das etwas gerader. Und jetzt polieren Sie das mehr oder weniger. Das heißt, Sie lassen nämlich jetzt die Paste in den Rissen, aber Sie polieren die Oberfläche. Und jetzt können Sie sehr schön sehen, da wo das etwas dünner war, haben wir ganz dünne Risse. Und da wo der Lack etwas dicker aufgetragen wurde, haben wir richtig große Risse, die jetzt richtig schön alt aussehen, weil in diesen Rissen jetzt die Antikpaste drin ist. Wenn man helle Oberflächen hat, dann sehen am besten dunkle Farben aus. Wenn Sie dunkle Oberflächen haben, dann können Sie auch, das sieht auch sehr, sehr schön aus, können Sie zum Beispiel auch das Gold nehmen. Da gibt es tolle Effekte mit. Ich werde jetzt hier auch mal auf die helle Oberfläche Gold drauf tun, dass Sie es einfach mal sehen. Es ist immer das gleiche Prinzip. Sie nehmen die Paste, reiben die Paste einfach mit einem weichen Tuch in diese Oberfläche ein und dann nehmen Sie ein Küchentuch und polieren das Ganze. Das heißt, damit diese Paste einfach nur in den Rissen übrig bleibt. Jetzt ist der Unterschied nicht mehr so stark, weil wir haben jetzt Gold und die Unterlage ist halt beige. Man sieht zwar hier so diesen leichten goldenen Schimmer, aber in den Rissen, die Risse sieht man ganz deutlich, aber man sieht halt nicht so deutlich, dass es Gold ist, weil wir keine schwarze oder dunkelbraune Unterlage haben. Jetzt kann man natürlich das auch mit Weiß machen. Weiß, die Antikpaste Weiß gibt es auch. Die sieht natürlich mit Abstand am besten aus, wenn man eine schwarze oder eine dunkelbraune Unterlage hat, wenn man dann die Antikpaste Weiß da hineinreibt. Was ich Ihnen jetzt noch zeigen möchte, ist die flüssige Patina. Das ist die Patina, die am einfachsten ist, weil sie extrem flüssig ist und sofort in diese kleinen Risse hineingeht, die aber am wenigsten gemocht wird, weil sie halt extrem riecht. Jetzt muss ich schauen, dass ich irgendeinen alten Pinsel habe, weil die Pinsel lassen sich nur mit Nitroverdünnung anschließend reinigen. Das heißt, sie gehen kurz da rein und jetzt kann man das, jetzt zeige ich das, das tut sich sofort in diese ganz, ganz feinen Risse sofort hinein, aber das läuft regelrecht da hinein, sofort da hineinarbeiten. Und auch hier reiben wir jetzt, nehmen wir ebenfalls ein Küchentuch und reiben das hier wieder raus. Haben jetzt auch hier einen braunen Effekt, wo eben wirklich in den ganz, ganz feinen Rissen überall diese flüssige Patina sich festgesetzt hat und dementsprechend einen Alterungseffekt macht. Wenn Sie allerdings ein bisschen geruchsempfindlich sind, dann ist das nichts für Sie, dann bleiben Sie bei der Antikpaste, weil sie riecht doch sehr streng. Dieses schöne Bild hier werde ich jetzt mit der Umbra gestalten, weil das soll aussehen wie alt. Und hier ist es auch richtig, hier haben wir es ganz gleichmäßig aufgetragen. Das heißt, hier haben wir nicht dicke und dünne Risse, sondern wir haben ganz gleichmäßig große, wunderbare Risse verteilt auf dem kompletten Objekt. Das heißt, jetzt nehmen wir wieder unsere Antikpaste, das weiche Tuch und jetzt reiben wir das hier hinein. Als Tipp, wenn man so schöne Motive hat, wie jetzt zum Beispiel hier, dann gehe ich nur minimal übers Gesicht. Das heißt, natürlich mache ich den Lack überall, aber mit der Antikpaste gehe ich nicht unbedingt stark in das Gesicht hinein, weil sonst kann es sein, dass man wirklich dieses ganze Gesicht, sag ich mal, nicht mehr richtig erkennt, weil wir halt zu viele Risse haben. Also, jetzt nehme ich wieder mein Küchentuch und reibe das alles wieder weg.
falls Sie irgendwann mal zu viel benutzt haben von den Pasten, gibt es auch eine passende Terpentinverdünnung. Und die können Sie auch ebenfalls bei uns im Shop erhalten. Da geben Sie halt ein bisschen von dem Terpentin, geben Sie auf Ihr Tuch und dann können Sie die Pasten komplett wieder frei machen. So, jetzt haben wir ein richtig schön altes Bild und wie Sie sehen, habe ich dieses feine Gesicht nur gerade mal ein bisschen oben die Stirn gemacht und die Seite und ich glaube, ich mache das sogar von der Stirn wieder weg, damit das nicht ganz so alt aussieht. Ich werde es Ihnen jetzt also nochmal zeigen, wie man auch Teile davon wieder entfernen kann. So sieht die Verdünnung aus. Man kann es erkennen, auch hier auf dem Etikett sind kleine Risse drauf zu sehen. Das ist also die richtige Verdünnung, um die Antikpaste noch einmal ein bisschen zu entfernen. Das heißt, ich nehme jetzt hier wieder mein Küchentuch und möchte das jetzt hier zum Beispiel ein bisschen aus der Stirn rausholen und schon ist das von der Stirn wieder weg. Wenn ich sage, hier hinten, hier unten, möchte ich es auch ein bisschen da, wo die Hände waren, dass man die Hände vielleicht mit der Blume ein bisschen besser sieht, dass das nicht ganz so dunkel ist, dann gehen Sie einfach darüber. Ich gehe jetzt auch hier nochmal ein bisschen drüber überall und reibe das ein bisschen mehr raus, sodass man die Risse zwar hat und auch dunkel sieht, aber nicht so stark. So, so würde mir das Ganze jetzt gefallen. Es sieht auch alt aus und das Gesicht ist aber mehr oder weniger komplett frei. Wunderschön zu sehen. Jetzt lasse ich das komplett durchtrocknen. Man kann es so lassen. Es sieht aber extrem schön aus, wenn man jetzt nochmal darüber eine Schicht Pouring Glaze gibt. Also eine Schicht, eine dünne Schicht dieses Lackes. Dieser Lack ist hochglänzend, trocknet sehr schnell und schützt dann Ihr Objekt auch perfekt. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Bald gibt es ein weiteres Video über Techniken, wie man Ihre Objekte schick oder beziehungsweise auf alt gestalten kann. Tschüss!